Oida, was geht ab, Leute? Team Wabbelt hier. Heute mit einer neuen, etwas anderen Folge von AskTPT. Haben wir ja ein bisschen geupdatet. Ihr könnt uns ja jetzt eure Decklisten schicken und dann schauen wir mal, was wir mit dem machen. Wissen wir auch noch nicht so genau. Mal schauen, was die Jungs hier so mit der ersten Folge machen und dann schauen wir weiter, wie das Konzept so ablaufen wird. Da hat uns jetzt ein Spieler ein Hero-Deck geschickt. Name ist mir leider entfallen, aber werde ich einblenden. Was haltet ihr von dem Deck, Jungs? Ja, wir versuchen auf jeden Fall zu helfen, ja. Was kann man dazu sagen? Auf Anhieb sind alle Karten mit drin, die gespielt werden, die wichtig sind. Ein paar Karten fallen auf, die eigentlich momentan im jetzigen Meta nicht so gespielt werden eigentlich, wie zum Beispiel Lanze oder Mirror Force oder Phoenix Chain. Und okay, die kann man sich erklären, wie Twin Twister vielleicht. Ja, Starlight, ja, Road. Starlight Road. Ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ich habe Hero wirklich noch nie gespielt. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders spielen. Wie ich sehe, ist nur ein Strike drin. Ich würde eventuell drei sogar spielen, weil einfach die Karte ein Muss ist. Call finde ich im Allgemeinen gut. Die könnte man vielleicht auch noch erhöhen. Aber ansonsten, wie gesagt, Lanze finde ich nicht so gut. Und Venus Chain ist auch nicht so gut, weil gibt es bessere Karten für. Was meint ihr, Jungs? Also, ja, ich hab Heroes früher mal gespielt. Und also wenn ich das jetzt so auf den ersten Blick sehe, dann würde ich sagen, es sind recht viele Monster. Also als ich damals noch gespielt habe, das war noch zu Necros-Zeiten, da hat man es auf so wenig Monster wie möglich gecuttet. Da hat man damals auch nur zwei Shadow Mist gespielt und zwei Bubble Man. Also wie das jetzt ist, weiß ich nicht. Wenn es in deinen Tests gut gelaufen ist, dann wirst du schon wissen, was du machst. Aber zu dem Phoenix Chain wollte ich noch sagen, die Karte finde ich im jetzigen Meta echt nicht so gut. Da würde ich dir lieber raten, drei Strikes zu spielen. Und die Wailer, die würde ich jetzt auch nicht im Main spielen. Ja, weil Wailer und Phoenix Chain finde ich ein bisschen zu viel. Vielleicht könntest du es so machen, dass du die Phoenix Chain im Main drin lässt und die Wailer im Side. Und dann, wenn, sagen wir mal, der PvP-Spieler im zweiten Game die Twin Twisters reinboardet, dann kannst du deine Phoenix Chain herausboarden und die Wailer reintun. Das wäre eine gute Option, dieses zu ihm gehen oder jetzt ein bisschen oder deinen Gegner ein bisschen zu lesen. Das wäre jetzt meine Idee, was man auf Anhieb ändern könnte. Und Starlight Road finde ich auf jeden Fall gut. Doch, also ich denke schon. Doch, viele spielen Dark Hold, ja, Dark Hold, Raigeki, spielen echt viele Main. Twister wäre auch Option. Mhm. Also kann man sich schon überlegen. Finde ich echt gut. Aber von Lanze, da sehe ich jetzt nicht so den Sinn dahinter. Ich denke, du wirst wissen, warum du sie reingetan hast, aber vielleicht solltest du dir das nochmal überlegen. Also ich habe da vielleicht eine kleine Anregung. Starlight Road eventuell ersetzen durch dieses Huge Revolution, weil die an sich besser ist. Man kann auch gegnerische PP-Spieler den Sorcerer negieren. Was kann denn die Huge Revolution sauber? Das ist eigentlich wie Starlight Road, wenn zwei Karten zerstört werden, kannst du die gegnerische Karte banishen und negieren. Aber das ist doch eine Counter-Trap, oder nicht? Ja. Genau. Und Starlight Road ist halt nur im eigenen Zug halt, also eigene Karten. Und die Huge Evolution kannst du halt auch den Gegner noch zerstören. Und da Hero für mich jetzt eigentlich ein Combo-Deck ist, fehlt auf jeden Fall Upstarts. Einfach nur ein bisschen Schnelligkeit reinzubekommen. Ansonsten Time Space ist halt nur so eine Frage, ob man eins spielen sollte. Ja, ich glaube, er hat sie als Option mit Raffese. Halt, deswegen. Ja. Er hat Butterless als Ziel und Time Space. Aber ist ja okay, ich weiß nicht, aber Raffese ist zurzeit auch nicht mehr so gut. Weil eigentlich solltest du eigentlich nur auf Darklaw spielen, weil Darklaw an sich einfach die beste Karte ist. Und Spiegelkraft finde ich jetzt auch nicht so gut. Und Lanze findest du jetzt, weil jetzt im jetzigen Meta spielt eh fast keiner Fallen. Also brauchst du eigentlich die Lanze eigentlich auch nicht. Außer du möchtest halt Angriff reduzieren. Aber Angriff reduzieren bräuchtest du eigentlich nicht, weil du nur halt 3 Geki hast und alles andere, die fallen. Auf jeden Fall Strike, wichtigste genau. Karte. Strike muss auf jeden Fall auf 3. Echt sehr wichtig. Weil das ist einfach die beste Karte gegen Cosmo, gegen Pendel-Decks und gegen alle anderen Decks auch. Ja. Genau. Das wäre meine Anregung gewesen. Rating, Fazit für den Fan? Ja, auf jeden Fall testen. Teste weiter, ändere mal ein paar Sachen, wie wir halt auch meinen jetzt und teste einfach weiter. Rating für das Deck an sich. Mittelmäßig bis, ja, mittelmäßig, also 5 bis von 10 eventuell, aber ja auch nicht.
Also ich würde dem Deck 6 von 10 Sternen geben. Doch man sieht, er hat sich schon ein paar Gedanken gemacht jetzt mit Starlight Road und so, vielleicht was die anderen noch spielen könnten. Deswegen würde ich sagen 6 von 10 Sternen. Ich bin leider kritischer. Ich gebe es 3 Sterne von 10. Da das Deck für mich einfach bisschen, also wenn man es so anschaut, ist es einfach ein bisschen für mich zu unkonstant. Man kriegt halt Dark Lore raus, aber dann bringt er eigentlich auch nichts. Ja. Also für mich ist es leider noch nichts. Wenn du es verbesserst, kriegst du ein bisschen 2 Sterne mehr. Verbesser ist, kannst du nochmal schicken, ja. Und dann schauen wir es nochmal an. Viel Glück noch. Nee, das sind getrennte Videos. Also jetzt auch so nennt es auch Yu-Gi-Oh! Serious Business. Vergiss nicht. Ja, aber vergiss nicht, ja, Yu-Gi-Oh! Ist Serious Business, mein Freund, ja, unser neues Motto. Und ja, schick uns dein neues Deck und schauen wir weiter, okay? Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt nicht.